Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist mir eine große Freude, Sie heute hier im Namen des Kreissynodalvorstandes begrüßen zu dürfen zu einem besonderen Gottesdienst. In diesem Gottesdienst werden wir Susanne Beuth als Superintendentin des Kirchenkreises Köln-Mitte einführen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie, Herr Präses, gekommen sind und diese Einführung als Präses der Rheinischen Kirche hier vornehmen werden. Es gibt aber noch mehr Menschen, die wir in ein neues Amt einführen. Miriam Haseloy als Assessorin, Christoph Rollbühler als zweiten stellvertretenden Skriber und Kerstin Meyer als stellvertretende Synodalälteste. Diese Einführung wird dann die frischgebackene Superintendentin vornehmen. Wir freuen uns darüber, dass Menschen bereit sind, für unseren Kirchenkreis Verantwortung zu übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich und ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So ist dieser Gottesdienst überschrieben. Und dieses Psalmwort wollen wir jetzt ganz wörtlich nehmen und Gott loben mit dem ersten Lied. Lasst uns beten. Treuer Gott, zu allen Zeiten berufst du Menschen, die Verantwortung übernehmen und dir dienen. Wir danken dir für alle, die wir heute in ihr Amt einführen und die sich in deinen Dienst stellen. Wir bitten dich für sie. Öffne ihre Ohren, um deine Stimme in der Welt zu hören. Öffne ihre Herzen für die Menschen, die du ihnen anvertraust. Öffne ihre Augen für die Sorge und Nöte derer, für die sie Verantwortung tragen. Lass sie gute und wegweisende Entscheidungen treffen und schenk ihnen Zuversicht und Vertrauen in Zeiten der Ungewissheit. Wirke du, unser Gott, durch ihre Worte, Taten und Entscheidungen und mache uns alle in dieser Welt zum Zeichen deiner Liebe. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Liebe Gemeinde, diesen Gottesdienst soll Pfarrerin Susanne Beuth, die von der Kreissynode des Kirchenkreises Köln-Mitte zur Superintendentin gewählt wurde, in ihr Amt eingeführt werden. Liebe Festgemeinde, liebe Frau Beuth, manchmal werden ja auch Zusammenhänge konstruiert. Von einem haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Ab und an wird das so gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich kann das jetzt nicht als Vater durchweg bestätigen. Könnte man das ist jetzt etwas gewagt, vielleicht auch auf die Aufgabe einer neuen Superintendentin übertragen, so nach dem Motto, kleiner Kirchenkreis, kleine Sorgen. Ja, ich merke schon, da liege ich falsch. Ich wollte ja nur mein Gedankenspiel an den Beginn meiner Ansprache halten. Also kleiner Kirchenkreis, kleine Sorgen, großer Kirchenkreis, große Sorgen. Denn es ist so mit dem Kirchenkreis Köln-Mitte, sind Sie im kleinsten Kirchenkreis im evangelischen Köln und Region unterwegs. Zu Ihrem Kirchenkreis gehören 6 Gemeinden. Das klingt übersichtlich. Ist es das auch? Garantiert das unkomplizierte, übersichtliche Leitungsaufgaben und garantiert das womöglich sogar kurze KSV-Sitzungen? Diese Frage zu stellen, ist eigentlich sie zu verneinen. Und wie Sie den Kirchenkreis und seine Vielfalt sehen, haben Sie ja, Frau Beuth, in Ihrer Vorstellungsrede so formuliert, ich zitiere, was ich am Kirchenkreis Köln-Mitte schätze, dass in die verschiedenen Gemeinden so vielfältige Schwerpunkte setzen, dass für die urbanen Menschen in erreichbarer Nähe, wenn auch vielleicht nicht in der eigenen Gemeinde, das Angebot da ist, was für sie passen könnte. Und sie beschrieben die Menschen, die ihren Kirchenkreis ausmachen, so Gottesdienstgemeinde und Engagierte in Diakonie, Kultur, Musik, Bildung, politischem Engagement, aus allen diesen besteht unsere Kirche. Also um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, es gibt faktisch in der Tat keine pflegeleichten Kirchenkreise. Überall stehen wir, nicht nur in den Kirchengemeinden, sondern auch in den Kirchenkreisen vor der Frage, wie sollen wir im Geiste Jesu in unseren Lebensbezügen Kirche sein und wie wollen wir konkret vor Ort Kirche sein? In Zeiten des Wandels und der Veränderung sind das herausfordernde Fragen. Sorgenfreies Leitungshandeln wird es nicht geben. Ein Blick in die Bibel im 1. Petrusbrief, aus dem auch nachher die Schriftlesung kommen wird, ein Wort, das man sich eben nicht selber kann, eins sagen kann, sondern eins, das bewegt und berührt. Es gehört zu den, wie ich gelernt habe, am häufigsten zitierten und vertonten Sprüchen der Bibel. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es wird häufig zitiert, es ist aber auch eines mit problematischen Nebenwirkungen und mit Missverständnissen. Denn wir alle wissen, Sorgen gehören zum Menschsein dazu. Sich Sorgen zu machen, das lässt sich auch nicht einfach ausblenden. Sorgen sind im Gegenteil ja auch ein Zeichen für Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht. Wer vollkommen sorglos durchs Leben geht, läuft ja auch Gefahr, böse Überraschungen zu erleben und kann vielleicht dann sogar die sorgenfreien Tage gar nicht mehr als Glück erleben. Für und Vorsorge, das hat in unseren Ohren einen guten Klang. Sorgsamkeit ebenfalls und Sorgfalt auch. Das sind ja grundsätzlich sehr positive Eigenschaften. Also, ich will das mal so ausdrücken, die Bibel gesteht uns Menschen die Sorge durchaus zu. Nirgendwo geht es in der Bibel nach dem Motto des Bestsellers, sorge dich nicht, lebe. Es ist nicht die Sorge an sich, vor der die Bibel warnt, sondern es ist die übertriebene Sorge, die dann auch leicht zu Ohnmachtsgefühlen führen kann. Sorgen, die großen und die kleinen, haben bei Christenmenschen einen Adressaten Gott. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus zeigt, wie Gott ist. Er ist ein Gesandter der Liebe Gottes. Gott, der Mensch gewordene, setzt sich den Menschen aus. Er kommt auf uns zu in den Worten des Evangeliums.
in Zuspruch und in Anspruch. Jesu Art zu lieben und mit Menschen umzugehen, will uns anstecken und vor Sorgen befreien. Er ist einer, der sich nicht an die vorgegebenen Platzanweisungen hält. Er ist oben und da ist unten. Er achtet zu seiner Zeit, ganz besonders wichtig heute auch, er achtet Frauen, bewegt Frauen und Männer. Er heilt Leben, er hat keine Berührungsängste, lässt Menschen an sich ran und lässt sich von ihrem Schicksal immer wieder berühren. Und er geht respektvoll um mit Andersgläubigen. Er überwindet Grenzen und gibt jedem eine Chance, eine zweite und dann noch eine. Und dann gilt, all eure Sorge werft auf ihn, auf den, der so lebt und so handelt. Er unterbricht immer wieder die Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Er verändert die Welt mit einem sanften Mut. Er sagt Nein zu den Besitzansprüchen der Mächtigen, die allein ihr Land, ihr Regime groß machen wollen. Und er richtet unseren Blick nach oben, weg von der Nacht des Lebens hin zum Licht. Weg von dem, was uns gefangen nimmt und niederdrückt. Er schenkt uns Licht vom Himmel und wir entdecken, ich bin nicht allein auf mich gestellt. Überall ist mir Gott nahe. Immer wieder berühren sich Himmel und Erde. Ich glaube, das wird gleich auch in der Predigt ein Thema sein. Nun haben Sie, liebe Gemeinde, in Köln-Mitte eine neue Superintendentin. Liebe Frau Beuth, das hat mich ja schon beeindruckt, Sie kennen die Gemeinden, Sie kennen den Kirchenkreis seit 30 Jahren. Es sind vielfältige, ist doch so, ne? Habe ich aufgerundet? Gut, also Sie kennen hier die Region sehr gut. Noch gründlicher recherchieren. Aber richtig ist, es sind vielfältige Aufgaben, die Sie als Superintendentin in Ihrem Kirchenkreis erwarten. Sie werden im Kreissynodalvorstand, das ist ja immer eine sehr wichtige Aufgabe, nach einmütigen Lösungen suchen. Sie tragen gemeinsam mit den anderen Geschwistern im Kreissynodalvorstand Sorge, da ist das Wort wieder, Sorge für den Gemeindeaufbau, Sorge für die Seelsorge, für die Ökumene, für die Fahrstellenplanung, für Verwaltung und was sonst dazu gehört. Sie werden mit dem Kreissynodalvorstand und der Kreissynode den Wandel gestalten. Und ein Stichwort für den Wandel, der vor uns liegt, verbindet sich ja mit der Freiburger Studie. Wir wissen eben, dass wenig strukturelle Kontinuität in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der Kirche vorhanden sein wird. Wir haben keine Kopiervorlagen für die Zukunft, aber wir werden getrost und mit Gottvertrauen diese Aufgaben anzupacken haben. Sie möchten die Menschen erreichen in ihrem Amt und in dieser Zeit der Umbrüche immer wieder auch Perspektiven aufzeigen. Eines will ich sagen, unabhängig von der Verantwortung der kollegialen Leitungsorgane, also Kreissynodalvorstand und Kreissynode, ist das immer wieder auch so, das werden Sie erleben. Unsere Ordnung mag dann noch so kollegial sein, dass oft die Letztverantwortung dann doch auch in manchen Situationen bei der Superintendentin liegt. Also ich darf das mal so verraten, spätestens dann, wenn irgendetwas schiefläuft, werden sich zielgerichtet alle Blicke auf Sie richten. Sollte etwas gelingen, waren es alle gewesen. Also mit der Letztverantwortung muss man umgehen, aber ich will das auch nochmal ausdrücklich sagen. Das ist aber auch eine Führungsaufgabe, die Menschen in Leitungsaufgaben haben, immer wieder auch Verantwortung zu übernehmen und sie dann gemeinsam mit anderen zu teilen. Tun Sie dies im Vertrauen auf den, der für uns sorgt. Von ihm haben Sie persönlich und unsere Kirche immer noch und gerade jetzt viel Gutes zu erwarten. Gott segne Sie in Ihrem neuen Amt. Gott segne Sie, die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, im Kreissynodalvorstand, in der Synode, im Kirchenkreis und auch in der Ökumene. Amen.
Ich darf auch diejenigen, die ein Votum sprechen, bitten, nach vorne zu kommen und sich hier in den Halbkreis einzuschließen. So. Hört Gottes Wort für den Dienst einer Superintendentin. Verheißt seinem Volk, so höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Der Apostel mahnt, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Liebe Schwester Susanne Beuth, bist du bereit, den Dienst der Superintendentin im evangelischen Kirchenkreis Köln-Mitte zu übernehmen? Mit der Kreissynode, dem Kreissynodalvorstand und allen, die im Kirchenkreis Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde, so bezeuge es vor Gott und der dieser Gemeinde mit deinem Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich euch, die Mitglieder der Gremien, die mit diesen Ämtern besonders verbunden sind, Kreissynodalvorstand, Kreissynode, die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Mitarbeitenden des Kirchenkreises und die hier versammelte Gemeinde. Seid ihr bereit, Pfarrerin Susanne Beuth als eure Superintendentin anzunehmen? Wollt ihr sie in ihrem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr mit ihr zusammen, dem Aufbau der Kirche zu dienen? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Liebe Schwester Susanne Beuth, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, führen wir dich ein in das Amt der Superintendentin im evangelischen Kirchenkreis Köln-Mitte. Tue deinen Dienst in der Furcht Gottes mit Liebe und Treue. Wir wollen für dich beten und dich mit Auflegen der Hände segnen. Du treuer Gott, Geber guter Gaben, wir danken für unsere neue Superintendentin Susanne Beuth. Wir bitten dich, gib ihr den Heiligen Geist, dass sie dein Wort recht verkündige und deiner Kirche mit den Sakramenten nach deinem Willen diene. Bewahre sie in Anfechtung und Zweifel. Schenke ihr Mut und Klarheit.
Gib ihr Geschick, Menschen ins Gespräch zu bringen, Gegensätze zu überbrücken und den Ausgleich zu fördern. Erhalte die Kirche und alle, die ihr dienen, in deiner Wahrheit bis an den Tag, an dem du dein Reich vollenden wirst in Herrlichkeit, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Nicht erwächst, steht, bis es dir gesagt wird, was gut ist. Und was Gott von dir fordert, nicht als Gottes Wort bleiben und liegen. Beim Propheten Jesaja heißt es: Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln und fallen. Das mag Frauen manchmal so gehen, aber die auf Gott vertrauen, finden neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Gott gebe dir Kraft und guten Mut zu allem, was kommt. Liebe Susanne, ich grüße dich mit einem Wort aus dem 2. Timotheusbrief. Tue das Werk einer evangelischen Predigerin. Predige das Wort des Evangeliums. Stehe dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Segne dich und deinen Dienst. In Johannes 15, Vers 16 heißt es: Christus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jetzt möchte ich noch einmal die Gemeinde ansprechen und dann bitte ich Frau Beuth auch in unsere Runde zu kommen. Liebe Gemeinde, in der Verkündigung derer, die dazu ordnungsgemäß berufen sind, sollt ihr das Wort Gottes suchen und hören. Achtet den Dienst eurer Superintendentin. Steht ihr bei und betet für sie. Prüft ihre Worte an der Heiligen Schrift, denn ihr seid alle durch die Taufe dazu berufen, den Glauben vor Gott in der Welt zu bezeugen. Gott schenke euch dazu seinen Geist,
Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Text ist der Predigttext für diesen Sonntag. Manche haben ihn vielleicht heute schon gehört. Einer, weiß ich sicher, hat schon darüber gepredigt, der heute hier ist, aber vielleicht sind es noch mehrere. Andere haben vielleicht die Texte des Miriam-Sonntag benutzt. Es ist die Geschichte von Jakob auf dem Weg von Beersheba nach Haran. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Ich vermute, dass fast niemand heute hier ist, der diese Geschichte nicht kennt. Spannend ist die Frage, wie Sie sie kennengelernt haben. Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe sie von meiner Grundschullehrerin erzählt bekommen. So war damals Religionsunterricht. Biblische Geschichten wurden erzählt. Und ich bin so sicher, dass ich sie vorher nicht kannte, weil ich vorher gar keine Chance hatte, sie kennenzulernen. Im Kindergottesdienst war ich das erste Mal nach der Konfirmation als Kindergottesdiensthelferin. Und die Bibel, die bei uns zu Hause im Regal stand, war zwar neugiererweckend, da anders als die anderen Bücher mit Goldschnitt und in Sütterlinschrift. Also selbst als ich Pippi Langstrumpf schon lesen konnte, war die Bibel ein geheimnisvolles Buch, zu dem man nicht so leicht Zugang kriegen konnte. Jedenfalls weiß ich noch genau, dass die Geschichte von Jakob mich verblüfft und mein Welt- und Gottesbild verändert hat. Dieselbe Lehrerin nämlich, die uns bei jeder Gelegenheit vor Augen führte, welche schlimmen Folgen es haben würde, wenn wir uns nicht an Regeln halten, erzählte mitreißend von diesem Jakob, der es ja mit den Regeln nicht so genau nahm. Und Gott nahm es ihm nicht krumm. Er zeigte sich ihm sogar persönlich, er versprach ihm die Erfüllung aller seiner Wünsche. Gott war mir durch diese Geschichte sehr sympathisch. Man darf unperfekt sein und Gott verspricht einem trotzdem alles. Vielleicht war das nicht genau das Lernziel der Lehrerin, aber Gott geht jedenfalls eigene Wege. Wie gut ist mir dabei eingefallen, dass wir auch 50 Jahre später noch Orte und Gelegenheiten nutzen, wo es außerhalb der Kirche möglich ist, die Sache Gottes zur Sprache zu bringen. Religionsunterricht ist bestimmt auch heute noch für viele, wenn nicht die meisten Kinder, die einzige regelmäßige Begegnung mit religiösen Inhalten und Menschen, denen Kirche etwas sagt. Und in dieser von der katholischen Tradition geprägten Stadt kommen dann für die dritten und vierten Schuljahre oft noch die Schulgottesdienste als weitere Gelegenheit dazu, auch evangelische Schulgottesdienste, dass Gott sich einen Platz in den Herzen der Kinder schaffen kann, die sonst keine Kirche betreten würden. So, jetzt aber zum Text. Ich habe die Luther-Übersetzung gewählt. Nicht, weil wir es immer so machen, das machen wir ja nicht immer so, sondern weil mir diese Übersetzung bei dieser Geschichte am besten gefällt. Und zwar wegen einem einzigen Wort. Luther übersetzt so schön mit dem Wort Leiter, was da Himmel und Erde verbindet. Das hebräische Wort ist nicht eindeutig. Wer wie die Zürcher Bibel und die Einheitsübersetzung Treppe übersetzt, begründet es zum Teil damit, dass man sich ja nicht vorstellen kann, wie Engel eine Leiter rauf und runter klettern. Ebenso schwer scheint mir vorzustellen, was ein Nomade der Väterzeit sieht, wenn er von der Verbindung von Himmel und Erde träumt. Weder Leiter noch Treppe gehörten wahrscheinlich zu seinen Alltagserfahrungen. Ziemlich neutral mit Aufgang übersetzt die Bibel in gerechter Sprache, aber Aufgang ist irgendwie ein blasses Wort. Und wir hören den Text ja heute, für unsere Zeit. Und da steckt für mich in der Vorstellung von der Leiter eine Zeitansage.
Gott begegnet Jakob in größter Freiheit und er bedient sich dabei des Provisorischen. Unerwartet begegnet er, als Jakob erschöpft auf der Flucht, der Erreichung seines Ziels nicht gewiss sein könnend, in der Dunkelheit sich nur mit einem Stein eine Schlafstätte im Freien schafft. Mag er da nun verzweifelt oder typmäßig ganz zuversichtlich auf dem harten Boden liegen? Allem Anschein zum Trotz ist dieser Ort jedenfalls kein gottverlassener Ort. Für Gott gibt es keine unerreichbaren Orte. Seine Engel brauchen keine breiten Treppen. Gottes Engel können auch mit Leitern, ja, ziemlich sicher, sogar ganz ohne Leitern, die Verbindung von Himmel und Erde herstellen. Die Verbindung zu Menschen auf der Flucht herzustellen, fällt uns nicht schwer. Da sind nun allerdings nicht nur Leitern, sondern auch Boote, Zelte, Unterkünfte und einsatzbereite Menschen nötig, um zu erfahren, dass Rettung möglich ist, dass Menschen nicht gottverlassen sind. Gut, dass die Botschaft und das Engagement der Kirchen hierzu klar und eindeutig sind. Doch mitten im Alltag dieser Stadt kann man die Kraft des Bildes von der Himmelsleiter erleben. Ich spüre das, wenn ich im Speiseraum des städtischen Seniorenzentrums in meinem Bezirk mit 20 alten Menschen, evangelischen und katholischen, Abendmahlsgottesdienst feiere, wie diese Woche. Gott kommt da, in die Wirklichkeit der Menschen. Gott braucht keine Kapelle. Die wurde nämlich nach dem Umbau des Seniorenzentrums eingespart. War aber auch vorher überwiegend ein Abstellraum, der dann vor dem Gottesdienst schnell mal ein bisschen aufgeräumt wurde. Da braucht es keine Leitern, sondern Rollstühle, Aufzüge und engagierte Menschen aus der Gemeinde und aus dem Zentrum selber. Manche andere Orte gibt es in dieser Stadt, die viele mit Gottverlassenheit assoziieren. Aber für Gott gibt es keine unerreichbaren Orte. Am leichtesten wird uns das an all den Orten klar, an denen Menschen sich für und mit anderen engagieren. An den vielfältigen Orten, wo Diakonie tätig ist, aber auch da, wo Ehrenamtliche entdecken, was getan werden muss und es tun. Manchmal muss improvisiert werden und manchmal sind aus Anfängen schon Strukturen geworden, die wir uns nicht mehr wegdenken können. Damit springe ich jetzt schon ans Ende des Predigttextes. Noch ist es kein Haus. Nur ein Steinmal markiert mit Öl, mit dem Jakob ein Zeichen setzt. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, sagt er. Das hat er erfahren. Das will er sichern. Zunächst provisorisch. Und tatsächlich wurde mehr daraus. Ein Heiligtum mit hoher Bedeutung für die Geschichte Israels. So sind wir Menschen. Wir suchen und brauchen Orte, Zeichen, Strukturen, die die Nähe Gottes erfahrbar machen. Menschen brauchen Orte, um Gottesdienst zu feiern. Menschen brauchen wahrscheinlich auf die Dauer Kirchen. In der Geschichte der evangelischen Kirche in Köln war das Provisorium eine Gaststätte. Und der erste feste Ort eine Kirche, die schon stand. Die Antoniterkirche, eine Klosterkirche, die als solche nicht mehr genutzt wurde. Kirchenrecycling sozusagen, sehr nachhaltig. Auch der Ort, an dem wir gerade jetzt feiern, verbindet uns mit Glaubenserfahrungen von Menschen lange vor uns, lange vor der Reformation, mit Menschen aus unserer gemeinsamen Tradition. Und gerade die Auch sie wurde zur evangelischen Kirche, nachdem sie jahrzehntelang nicht als Kirche, sondern als Abstellraum genutzt worden war. Gerade die gebrochene, wechselvolle Geschichte dieser Gebäude
ist in meinen Augen aber auch ein Schatz. Denn sie erinnert uns, Leben ist Veränderung. Zum Leben gehört Abschied und Neuanfang. Auch Kirche kann nur in der Veränderung lebendig bleiben. Und Veränderung bedeutet häufig, wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Jakob war auf dem Weg zu den Verwandten in Haran. Er hatte ein Ziel, ja, aber Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang, hatte man nichts mehr voneinander gehört. Kein Internet verband die Menschen über Kontinente. Ob er das Ziel erreichen oder sich etwas anderes würde überlegen müssen, das konnte er nicht wissen. Nach dieser Nacht allerdings ging er mit dem Versprechen Gottes, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Gerade stehen wir in einer Situation großen Umbruchs. Wir definieren Ziele, zum Beispiel bezüglich der Zahl der Fahrstellen. Wir wissen aber nicht, wie es ausgehen wird. Wir nehmen in jeder Presbyteriumssitzung die wachsende Zahl der Austritte wahr. Vieles wird in unserer Stadt zum Glück durch Zuzüge ausgeglichen von jungen Menschen, die noch voll von den Gemeinden irgendwo anders kommen, die sie religiös sozialisiert haben. Aber die Veränderung könnte auch eine radikale, qualitative sein. Anders als Prognosen, die die statistischen Trends in die Zukunft weiterschreiben, könnte alles ganz anders kommen. Wir wissen nicht, ob der Wandel so radikal sein wird, wie die Veränderung der religiösen Landschaft in Köln durch Napoleon. Immerhin, auch dieser Einschnitt war nicht das Ende. Während die Klöster aufhörten, große Bedeutung zu haben, war es für die evangelische Kirche sogar die Chance, endlich in dieser Stadt Gottesdienste zu feiern. Wer weiß also, von was das Ende ein neuer Anfang ist. Gestern wurde beim Ökumenetag des evangelisch-katholischen Arbeitskreises in der Stadt Köln über Kirche nach dem Ende der Volkskirchen nachgedacht. Manche fanden es provokant, manche unterstellten gar, man wolle die Krise herbeireden. Tatsache ist aber, dass wir uns immer noch vor der Aufgabe sehen, die Menschenfreundlichkeit Gottes allem Volk zu verkünden, für alle da zu sein, Kirche für andere zu sein, aber zugleich neu organisieren müssen, wie wir das tun können, wenn weniger Menschen diese Aufgabe durch ihre Kirchenmitgliedschaft mittragen. Manches haben wir auf den Weg gebracht. Manches ist ein gewaltiger Schatz, wie die Zusammenarbeit in unserem Kirchenverband, der ja die Lasten auf viele Schultern verteilt und so vieles Gutes möglich macht. Und die Gemeinden, sie reduzieren ihre Standorte, sie kooperieren über Grenzen hinweg, sie treffen Entscheidungen, um für die Zukunft Mittel zu sichern. Manchmal gehen wir dabei Risiken ein und wissen nicht, wie es ausgehen wird. Manchmal geht es uns dabei wie Jakob. Erschöpft und der Erreichung unseres Ziels nicht gewiss sein könnt, schlafen wir ein, wenn es dunkel wird. Aber das Versprechen Gottes gilt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so stehen wir am nächsten Tag wieder auf und machen weiter. Gott bedient sich unserer Anstrengungen, um die Menschen in unserer Stadt zu erreichen. Das soll und darf nicht kleingeredet werden. Wir haben einen Auftrag. Aber über allem steht, Gott kann seine Himmelsleiter überall aufstellen. Es gibt keine gottverlassenen Orte. Vielleicht müssen wir weiter Kirchen schließen und Arbeitsfelder aufgeben. Vielleicht entdecken wir aber auch neue Wege, Gottes Liebe weiterzugeben. Da braucht es dann vielleicht keine Leitern, sondern Fantasie, Kooperation und Gottvertrauen. Was für ein Glück, dass wir daran mitwirken dürfen, dass Menschen das hören und erleben. Es gibt keine gottverlassenen Orte. Überall kann sich der Himmel über uns öffnen. Amen.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Unseren Glauben bekennen mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, von allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dann nehmen Sie doch wieder Platz und die, die jetzt eingeführt werden und die daran beteiligten und die ein Votum sprechen, bitte ich nach vorne. Ihr solltet schon hiermit auf diese Stufe kommen. Sonst ist es doch merkwürdig. Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst werden die neu gewählten Mitglieder des Kreissynodalvorstands eingeführt.
Manche waren schon vorher im Kreissynodalvorstand, aber es geht um ein neues Amt. Pfarrerin Miriam Haseloy wird als Nachfolgerin für mich die Synodalassessorin. Pfarrer Christoph Rollbühler wird als Nachfolger für Miriam Haseloy zweiter stellvertretender Skriber. Und Kerstin Meyer wird neue stellvertretende Synodalälteste für Lukas Pieplo. Wer ein Amt in der Leitung der Kirche ausübt, ist auf den Beistand des Heiligen Geistes und den Zuspruch und Anspruch des Wortes Gottes angewiesen. Und so hören wir nun Lesungen zu dieser Einführung. In Jeremia 9 heißt es: So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Zwei Verse aus dem 1. Korintherbrief, dem 4. Kapitel. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Liebe Schwestern, lieber Bruder, seid ihr bereit, den Dienst im Kreissynodalvorstand sorgfältig und treu auszuüben, gebunden an das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist, zur Ehre Gottes und zum Besten der Kirche, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, lasst uns für unsere Geschwister beten. Gott des Friedens, wir danken dir für die Frauen und Männer, die du zum Dienst in der Kirche berufst. Stärke sie mit den Gaben deines Geistes. Schenke ihnen Weitsicht, Entschlusskraft und Geduld. Hilf ihnen aufrecht und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr, unser Gott, hat euch zu seinem Dienst berufen. Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Weil ich jetzt auch noch verlockt bin, wo er gedacht hat, er wird seine Füße in die Wanken lassen.
wo dem Menschen der Weisheit erlangt und dem Menschen der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Ich habe für euch neue Aufgabe folgenden Segensvers ausgesucht aus Psalm 62. Nur auf Gott vertrauest du, meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Gelassenheit, Ruhe und viel Lebendigkeit wünsche ich Ihnen. Gott segne. Amen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und prüfet alles und das Gute behaltet. In den zweiten Buch führt Timotheus, Kapitel 2. So sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen. Das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Gottes Gnade, Gottes Kraft und Gottes Ermutigung bei euch. Denn ich weiß wohl, was für Dank ich über euch habe, Dank des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Herzlichen Glückwunsch, Gott. Gottes Segen. Weisheit wird in euer Herz eingehen und Erkenntnis wird eurer Seele lieblich sein. Besonnenheit wird euch bewahren und Einsicht euch behüten. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Wie schön, dass ihr Verantwortung in unserer Kirche übernehmt. Und bei allem, was ihr tut, denkt daran, was der Psalmbeter uns mit auf den Weg gibt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gottes Segen für euer Amt. Gott, der Herr, segne euch, er segne euren Dienst und erhalte euch in seiner Gnade. Amen. Geht hin im Frieden Gottes. Thank you.
Mit unserer Kollekte heute wollen wir das Kirchenkreisprojekt in Honduras unterstützen und wir bitten Sie um Ihre Gaben. Honduras ist nicht nur ein sehr armes Land, es ist ein Land mit extrem hoher Gewaltbereitschaft und einem versagenden Staat zurzeit. Korruption verhindert den Schutz von Menschen, vor allem von jungen Menschen und von Frauen. Und viele haben sich auf den Weg in die USA gemacht, vielleicht haben sie das mitbekommen und sind an der Grenze gescheitert und ärmer und geschwächter, seelisch verletzt zurückgekommen. Und unsere Partnerorganisation in Honduras hat deshalb ein Programm gestartet, in dem jungen Menschen geholfen werden soll. Und da geht es um Ausbildung und um psychologische Hilfe und gezielt darum, Perspektiven in diesem Land zu schaffen. Danke für Ihre Gaben am Ausgang. Wir beten und stehen dazu auf. Lebendiger Gott, deine bewegende Kraft führt uns zueinander. Sie lässt uns handeln. Sie lässt uns heute gemeinsam in die Zukunft blicken. Wir bitten dich, Gott, nimm unsere Wünsche und Bitten bei dir auf. Die, für die wir Worte finden. Und Gott, vielmehr noch die, die in uns schlummern und auf Worte warten. Du, wunderbarer Gott, deine Kirche sind viele. Viele Menschen mit ihren Lebensgeschichten, Hoffnungen und Visionen. Lass uns eine Gemeinschaft sein, die offen ist für alle. Lass uns gemeinsam mit klarem Blick und mutigem Schritt deine Kirche sein. Lass uns alle gemeinsam unsere Gesellschaft mit klarem Profil mitgestalten. Wir sind in deinem Team. Lieber Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die Heimat suchen. Für Menschen auf der Flucht, für Menschen ohne Bleibe, für die Einsamen, für die ohne Ausblick, für alle, die Zuspruch nötig haben. Stärke uns, mit ihnen unterwegs zu sein. Schenke uns Ideen und Freude an Begegnung, diakonische Kraft und hilf, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Kraft des Lebens, dein Haus steht uns allen offen. Neugierigen, Suchenden, Fragenden, allen Menschen dieser Welt. Schau uns an, Gott, schau uns an, was wir tun und nicht lassen, was wir ändern wollen und nicht ändern, was wir sagen und nicht wagen. Bewege uns, Gott, im Augenblick des echten Miteinanders, bewege uns, Gott, für die Schöpfung dieser Welt, bewege uns, Gott, für die Ausrichtung im politischen Handeln. Bewege den Mut dieser Kirche, Gott. Schütze unsere Liebe und schenk unserem Frieden Kraft. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da berühren sich Himmel und Erde. Thank you.
Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.